Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Hier ist Natascha und heute basteln wir zusammen eine Dinlang-Karte mit den ganz neuen Action-Stanzen. Hier seht ihr sie im Bild. Ich habe die ja natürlich schon umgetütet und habe mir aus der größten Stanze den Kartenrohling gestanzt. Das heißt, ich habe das Papier vorher gefalzt und in der Mitte quasi zugeklappt und dann mit etwas, ja, wie soll man sagen, mit etwas Abstand quasi gestanzt, dass die Falzung nicht kaputt geht und wir nicht zwei lose Blätter haben. Das heißt, hier habt ihr auch schon den Aufleger plus Mattung. Und ich dachte, ich könnte mal wieder meine Magnolias rauskramen und habe hier diese süße Tilda mit dem Hamburger in der Hand mir rausgesucht. Und natürlich stempeln wir das Ganze mit unserer Stempelhilfe. Ich habe die von Nelly Snellen und auch ein Stück Aquarellpapier. Meine ist jetzt auf S-Mount montiert, meine Tilda. Deswegen habe ich jetzt die Schaumeinlage rausgenommen, damit ich dann halt eine passende Höhe habe für mein S-Mount. Und jetzt natürlich das Ganze einfärben. Ich benutze hier das iCarvel Ink mit in der Farbe Vintage Photo. Ich muss schon sagen, also gerade bei menschlichen Stempeln wie Tildas und ähnlichem bin ich mit Braun eigentlich mehr zufrieden, als wirklich alles in Schwarz zu stempeln. Ich finde, das wirkt alles ein bisschen natürlicher und lässt sich halt schöner kolorieren. Das ist nicht so bam ins Auge, das Schwarz, sondern wirklich so ein bisschen, ja, wie Hautton. Und passt sich halt auch den Farben an, in denen man das Ganze koloriert. Natürlich wie immer den Stempel hinterher sauber machen. Hier benutze ich ein feuchtes Tuch und wische die Farbe, die überschüssige Farbe weg. Jetzt natürlich alles wieder wegräumen, weil wir brauchen Platz, um unsere Tilda weiter zu verarbeiten oder unsere Karte fertig zu machen. Ich habe übrigens den Hintergrund aus ganz vielen Sechsecken, die ich mit einem Stanzer aus Papierresten gemacht habe, zusammengesetzt. Bei den Stanzen von Action war auch diese Bannerstanze dabei und ich fand die irgendwie ganz cool und habe dann hier drei Stempel mir ausgesucht, die halt so ein bisschen zusammenpassen und passe sie halt der Form jetzt so ein bisschen an. Also das ist der Vorteil von Clear Stamps, dass man die so noch ein bisschen biegen kann. Und am Ende ergibt es Wishing you a happy birthday. Hier seht ihr auch, aus welcher Platte ich das habe. Das ist ein Stempelset von Gina Kay. Ihr könnt natürlich aber auch einfach das benutzen, was ihr zu Hause habt. Und hier habe ich zwei Größen kombiniert, das fand ich ganz schick. Aus Aquarellpapier und aus Aquarellpapierresten bzw. Karteikartenresten habe ich hier noch Rahmen gestanzt, viermal. Ich mache meistens oben die Schicht aus Aquarellpapier, das ist die Schicht, die man hinterher sieht. Und die anderen drei aus, ich sag mal, schlechterem Papier, aus Papier, was ich sonst nicht benutzen würde. Aber zum Aufeinanderstapeln und Aufeinanderkleben ist das natürlich mehr als ausreichend. Und das gibt dem Ganzen eine gewisse Stabilität und auch Höhe. Ich habe auch Pfannenwender gestanzt, auch hier das gleiche. Vier Stück, eins aus Aquarellpapier und drei aus Karteikarte oder aus Resten, das, was man halt über hat, was man normalerweise entsorgen würde. Aber ihr seht ja, die Stanze ist so klein, das heißt, selbst die kleinsten Reste können hierfür wirklich noch sehr sinnvoll benutzt werden. Einfach mit unserem Tacky-Glue den Kleber verteilen, pünktchenweise und dann aufeinander setzen, schieben, dass das alles übereinander liegt und ja, beiseite. Ich habe auch eine Salz- und Pfefferstreuer-Stanze und die passte jetzt zu dem Thema Burger. Auch die habe ich, wie ihr seht, aufeinander geklebt. Es ist, naja, ein bisschen langweilig, immer Wiederholung, aber ich möchte euch halt zeigen, wie das Ganze
im Prozess entstanden ist. Ich filme einfach beim Basteln mit und kann euch dann so ein bisschen zeigen, wie ich manchmal so denke oder wie der kreative Prozess bei mir abläuft. Und ja, manche Sachen schneide ich raus, wenn ich dann merke, oh, das hat jetzt zu lange gedauert, um gewisses Material zu suchen oder ähnliches. Ihr seht ja, ich habe auch schon Designpapierreste und einfach nur Rechtecke. Die waren jetzt auch aus so Aquarellpapier. Ich fand die in Weiß einfach zu langweilig und habe mir hier einen Hintergrundstempel genommen und auch mit dem, es war Vintage-Foto, gestempelt. Bei Hintergründen oder wie hier Leeren ist das auch nicht so problematisch, wenn das nicht hundertprozentig deckend ist. Hier habe ich einen anderen Hintergrund genommen und da er größer ist als das Element, was ich bestempeln möchte, habe ich mir halt Schmierpapier drunter gelegt, damit ich meine Stempelhilfe nicht komplett versaue und jedes Mal sauber machen muss. Und das erleichtert mir so einiges. Da seht ihr auch, ganz unten habe ich noch ein Stück Vellum, was ich mir zurechtgeschnitten habe. Und jetzt probiere ich einfach aus, wie gefällt mir das Ganze so übereinander gelegt. Übrigens ist der zweite Hintergrund, den ich gestempelt habe, aus so einem Aprikot oder in einem Aprikot gestempelt. Das ist nicht so dunkles Braun wie der Rest. Ja, und jetzt werden die Elemente schon so ein bisschen ausprobiert, wo sie genau am Ende sein werden, beziehungsweise wo ich mir das vorstelle. Hier habt ihr oder seht ihr Vintage-Foto Distress-Stempelfarbe. Die wische ich am Rand der Elemente, um die so ein bisschen abzuheben. Jetzt wird halt Schicht für Schicht alles aufeinander geklebt. Hier auch wieder die Ränder gewischt, damit das halt nicht untergeht. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, die Hälfte wird eh verdeckt, da kann man das auch auseinanderreißen und hat man dann gleich zwei Elemente. Und dieses Gerissene gibt dem Ganzen auch so ein bisschen Interesse und wirkt einfach schöner. Also ich meine, besser als einfach glattes Papier aufeinander zu kleben. Hier habe ich schon den Hintergrund quasi nein, flächig mit Flüssigkleber bearbeitet und habe das Ganze auf Vellum gedrückt. Und seht ihr, das, was ich ausgelassen habe, habe ich jetzt nachgeklebt. Und ja, da sieht man hinterher nicht. Bei Vellum muss man halt einfach aufpassen, dass man nur die Sachen quasi klebt, die man verstecken kann. Hier habe ich wieder mit einfach nur gerissen und hier mit meinem Nagel so ein bisschen das Ganze, ich sag mal, distressed, damit das auch ein bisschen ja, Struktur hat, nicht einfach glatt ist. Also ja, einfach interessanter aussieht. Und auch hier wieder Stück für Stück aufkleben. Da ist der Flüssigkleber wirklich sehr gut für. Der trocknet zwar nicht sofort, aber wenn er einmal sitzt, dann sitzt das richtig. Hier habe ich ein Stück Pappe genommen und klebe das Ganze halt unter meine Schichten, damit das Ganze ein bisschen auch dimensional absteht. Natürlich könnt ihr auch hier Schaumklebeband benutzen. Ich finde es halt einfach flächiger besser, dann kann sich nichts verschieben und Papier ist, sage ich mal, einfach ja, ein geduldiges Element und das macht vieles mit und ja, ich benutze es einfach gerne und ich habe es einfach da. Warum sollte ich dann extra Geld ausgeben für Schaumklebeband, wenn ich dann so viel Pappe oder Verpackung oder ähnliches zu Hause habe? Kann man alles sehr schön recyceln. Hier wird der Banner so ein bisschen noch in Form gebracht und auch hier benutze ich einfach Stücke Pappe und klebe sie drunter, damit das Ganze auch ein bisschen dimensional abstehen kann. Das, was zu viel war, wie in dem Moment gerade, habe ich einfach mit der Schere nachgeschnitten. Also, solange ihr dann halt das Vordere nicht we mit wegschneidet, ist ja auch kein Problem. Ja, mit dem Pfannenwender war ich echt am Rumexperimentieren. Irgendwie passt das mir alles irgendwie nicht so ganz. Und bis ich dann Platz dafür gefunden habe, hat ein bisschen gedauert.
Salz- und Pfefferstreuer. So, jetzt habe ich mich entschieden, dass ich das drunter packe und wie ihr seht, Salz und Pfeffer ist auch noch nicht hundertprozentig, aber im Grunde ist er so ziemlich da, wo es am Anfang war. Ich habe das nur so ein bisschen jetzt hier unter das Vellum versteckt, zumindest einen davon, damit das halt nicht so viel Fläche einnimmt. Die Tilda wird jetzt auch mit Pappe verstärkt und erhöht und auch mit auf die Karte aufgeklebt. Beziehungsweise ist ja noch nicht die ganze fertige Karte, sondern wirklich das Designpapier, das ich natürlich wie immer mit meiner Nähmaschine auf meinen Mattung geklebt habe. So, das, was quasi nicht absteht, habe ich hier so mit Flüssigkleber ein bisschen ja, nachgepflegt und nachgedrückt. Ich habe zwar schon Häkelgarn verwendet, aber irgendwie war mir das noch zu langweilig. Also habe ich jetzt hier metallisches Garn in Gold. Natürlich wieder alles zusammenkleben, damit das hält. Übrigens habe ich die ganzen Sechsecke vorher auch mit Flüssigkleber geklebt. Das mache ich normalerweise nicht oft, aber in dem Fall habe ich gedacht, damit die Elemente wirklich sitzen, so wie sie sollen, habe ich sie diesmal geklebt, beziehungsweise in den letzten Karten, die ich gemacht habe. Und ja, hier wird das ganze Element jetzt mit Pappe verstärkt. Ich versuche das Ganze flächig zu kleben, damit quasi keine Lücken entstehen. Und das Ganze wird dann natürlich anschließend auch auf die fertige, auf den fertigen Kartenrolling geklebt. Diese Pappe ist relativ flach, die ist nicht so weit erhaben wie die anderen Stücke, die ich benutzt habe. Und es gibt halt im Ganzen so ein bisschen Höhe, aber nicht viel. Das ist auch so das, was ich beim Abstandsklebeband so ein bisschen vermisse. Also es gibt zwar verschiedene Dicken, aber manche sind dann, selbst die dünneren sind manchmal mir einfach schon zu hoch. Und ja, mit Pappe ist das irgendwie einfacher. Da kann man dann entweder verstärken oder sich dickere Pappe nehmen und das Ganze zusammenkleben. Damit sind wir, glaube ich, mit der Gestaltung oder mit der Grundgestaltung schon fast fertig. Es fehlen jetzt nur ein paar Schmucksteine und natürlich die Koloration. Ich habe einfach geguckt, was ich so in den Farben Orange, Aprikot da habe und habe mir dann hier von Teddy diese Animal Dots oder wie sie sich schimpfen mit Prägung, beziehungsweise die sind so ein bisschen facettiert und auch selbstgemachte Halbperlen, die ich auch schon mal euch gezeigt habe. Das ist von Viva Decor in der Farbe Lachs. Ich habe die vorsichtig mit meinem Skalpellmesser angelöst, damit ich halt nichts kaputt mache, zerdrücke oder ähnliches. Und setze sie halt quasi als Ergänzung dazu. Der Vorteil bei dem Perlenpen ist halt, dass ihr wirklich ganz kleine Perlen setzen könnt oder größere. Und das fehlt mir halt auch bei den gekauften oft, dass dann wirklich die ganz, ganz kleinen, so 2 mm Halbperlen oft nicht dabei sind. Die fangen erst bei 3 oder 4 an. Hier seht ihr meine Stiftemappe und meine Aquarellstifte. Nicht Aquarell, sondern Wassertankpinsel, so rum. Aquarellstifte, Wassertankpinsel und dann geht's schon los. Also hier habe ich einen Grauton genommen und habe mir gedacht, die Die-Cuts sehen ja schon ganz nett aus, aber mit etwas Farbe würden halt auch die gestanzten Elemente viel besser rauskommen und auch einfach schöner wirken. Und ja, wie gesagt, die letzte Höhe beim Aufkleben war Aquarellpapier. Das heißt, es kann auch viel Wasser aufnehmen. Es kann auch wie hier einfach mit Aquarellstiften und Pinsel bearbeitet werden und ja, so ein bisschen Struktur bekommen. Also ich weiß nicht, es ist dann nicht so flach, nicht so langweilig. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit der Tilda. Ich habe angefangen, erst die Wangen anzudeuten mit Rosa und dann auch schon den Hautton. Da seht ihr, da war irgendwie meine Kamera ausgefallen. Ich habe vergessen, die wieder einzuschalten. Es ist immer so, die läuft halbe Stunde mit und dann muss ich immer neu starten quasi. Und da habe ich ein bisschen nicht aufgepasst.
Das Ganze natürlich verblenden, damit die Konturen nicht zu krass sind. Hier nehme ich übrigens immer die Farbe direkt vom Aquarellstift runter, also mit meinem Tankpinsel, und übertrage das aufs Aquarellpapier. Da wir jetzt im Orange-Bereich sind, habe ich mir gedacht, dann würde auch ihre Kleidung so orange und oder aprikofarben eigentlich ganz gut zu passen. Und hier habe ich mit den Schuhen angefangen, habe ein bisschen Highlights ausgelassen, so wo ich denke, die Schuhe sind sozusagen im Licht leuchten würden. Habe ihr auch das Kleidchen so in dem gleichen Farbton angemalt. Übrigens seht ihr ja, dass sie einen Pfannenwender in der Hand hält, und das war dann auch so die Idee, oder so bin ich auf die Idee gekommen, meine Stanze dafür zu benutzen. Mir ist eingefallen, ich habe so ein Set mit einer Schürze und da sind halt Küchenelemente dabei, wie jetzt der Pfannenwender und der Salz- und Pfefferstreuer, ist nämlich alles aus demselben Set. Und dachte, ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, das auch nur einmal zu benutzen. Das würde doch jetzt gut passen. Und ja, so ist es, dass man halt entweder sich vom Stempelmotiv inspirieren lässt oder vom Sentiment, vom Text, vom Spruchstempel, wie auch immer. Hier versuche ich mit Grau die weißen Bereiche zu schattieren, damit die halt auch etwas ja 3D-artig hervorgehoben werden, damit sie halt ein bisschen Struktur kriegen und einfach nicht langweilig sind. Das habe ich beim Hut gemacht und auch jetzt bei der Schürze. Ich fange immer recht sachte an, das heißt, die Farbe wird meistens die hellste aufgetragen. Hier habe ich mich für blondes Haar entschieden, also fange ich mit einem leichten oder hellen Gelbton an. Lasse auch hier wieder die Highlights aus, und hier seht ihr schon, dass ich dann mit Orange ein bisschen das Ganze schattiere und dunkler werde. Mit den ja, Strichbewegungen könnt ihr das Haar so ein bisschen simulieren, die Struktur vom Haar. Für das Patty habe ich jetzt einen hellen Braunton genommen. Für das Brötchen einen hellen, für die Patties etwas dunkleren Braunton. Und dazwischen habe ich mir gedacht, das sind Salatblätter, dann wird das Ganze ein bisschen grünlich. Wie gesagt, erstmal sachte. Ich weiß, dass ich hinterher dunkler werde, wie ihr hier auch sehen könnt. Hier habe ich schon mal die Wangen nochmal verstärkt. Und jetzt geht es mit Braun in die Schattierungen und Bereiche, die ich dann halt dunkler haben möchte. Da gehe ich so ziemlich in alles rein, von Haut über Kleidung bis zu den ganzen Elementen. Und zum Schluss kommt dann noch Schwarz zum Einsatz. Aber mit dem Schwarz bin ich recht vorsichtig. Das wird dann halt vor allem auf der Kleidung so ein bisschen angedeutet, da wo die dunkelsten Bereiche sind. Aber wie gesagt, ist noch sind wir bei Braun. Das Schöne ist an Braun, das passt sich zu allen Farben an. Also es wirkt dann irgendwie natürlicher, und ich sag ja, ich habe das Motiv ja auch in Braun gestempelt. Irgendwie wirkt das einfach wärmer und angenehmer fürs Auge. Ich mag das persönlich ganz gerne. Das Ganze natürlich wieder verblenden, da wo man denkt, dass das halt ein bisschen zu krass ist. Hier gehe ich sogar noch etwas dunkler rein. Und dann habe ich mit einem Fineliner die Augen in Schwarz ausgemalt und mit meinem weißen Gelstift Highlights gesetzt. Und die Wangen habe ich dann auch jeweils mit einem Punkt versehen. Das ist bei mir eigentlich so Standardprozedere. Wie ihr seht, habe ich hier gekämpft. Der Gelstift wollte nicht so, wie ich das wollte. Deswegen habe ich das Ganze ein bisschen wiederholen müssen. Was dann auch hilft, ist immer den Stift ein bisschen anzuhauchen.
Da wir schon dabei sind, habe ich gedacht, ja gut, das Ganze wirkt ganz nett, aber wir können den Banner ja auch ein bisschen schattieren. Ist ja auch Aquarellpapier, also mit Braun, Braun sag ich schon, mit Grau, das Ganze ja am Rand so ein bisschen eingefärbt, wo ich denke, dass da Schatten zu sehen wäre, links ein bisschen dunkler als rechts. Und das Ganze ein bisschen ausgeblendet. Ja, hier seht ihr die Sonne wieder aus meinem Fenster reinscheinen. Das ist manchmal ein bisschen nervig, sage ich mal. Das natürliche Tageslicht ist zumindest zu gewissen Zeiten hier echt gemein. Ich muss aber auch sagen, das ist jetzt sozusagen Tag Nummer 2. Deswegen früh morgens scheint bei mir die Sonne rein und ich habe mich dann entschieden, so ein bisschen das Ganze ja noch aufzufrischen. Irgendwie fehlte mir da was und habe ich einfach die Farben noch stärker rausgeholt und verstärkt. Wenn man denkt, man ist fertig, fällt einem dann doch irgendwas auf, was einem so nicht ganz gefällt und ich sag mal, einfach versuchen und das Ganze wiederholen. Meistens, wie in dem Fall, ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da und dann ist man schon zufriedener. Und nachdem ich das hier fertig hatte, habe ich mir gedacht, ja, es ist ja alles ganz nett, aber irgendwie könnte ich auch im Inneren der Karte noch dekorieren und ich könnte auch noch die Rückseite dekorieren. Hier gehe ich übrigens mit Schwarz. Hier gehe ich mit dem Schwarzen noch mit rein. Das heißt, ich habe jetzt Aquarellstift schwarz und meinen Wassertankpinsel genommen und habe jetzt einfach die Schatten gesetzt, wo ich denke, da passt es am ehesten und da sind die dunkelsten Bereiche und habe das Ganze, was ich vorher quasi koloriert habe, noch ein bisschen verstärkt, den Schatten halt größer gemacht und ja, ich gehe nicht in den Hautton rein, das mache ich nie, das finde ich passt einfach nicht. Hier werden die Schuhe noch ein bisschen hervorgehoben, einfach hier und da so ein bisschen schwarze Akzente setzen und schon wirkt das Ganze so ein bisschen plastischer. Wenn ihr dann doch zu viel Farbe habt, könnt ihr das Ganze noch ein bisschen ausblenden. Hier meine zweite Runde quälen mit dem mit dem weißen Gelstift, mein Gott. Und ich habe dann das Ganze aufgegeben, habe einfach Gesso genommen und meinen Dotting-Tool und habe mit dem Gesso das Ganze da, wo ich den Gelstift haben wollte, quasi überpunktet. Für die Rückseite und für den Innenteil habe ich aus Designpapier und aus weißem Papier kleinste Stanze verwendet und das Ganze gestanzt. Am Rand, wie ihr seht, kommt jetzt noch Vintage-Foto drauf. Ich habe das Ganze einfach so ein bisschen schattiert. Und ja, das Ganze wird auch mit meinem Klebestift, beziehungsweise das, was davon noch über ist, auf die Mattung geklebt. Die Mattung ist das mittlere Element der Stanze. Das heißt, ihr habt drei Stanzen. Die äußerste habe ich, wie gesagt, für den Kartenrolling verwendet, die mittlere Größe für die Mattungen und die kleinste Größe dann für ja, den Aufleger. Das Ganze wie immer genäht und auch auf der Rückseite schon geklebt. Hier verwende ich den gleichen Stempel, den ich vorher schon benutzt habe, für die Front. Und habe den einfach mit Farbe, mit Stempelfarbe eingefärbt und drücke mein Papier da so ein bisschen mit rein. Damit habe ich eine Wiederholung. Ich sage ja, Wiederholung ist immer ganz nett. Für die Rückseite habe ich mein Etikett benutzt und dazu die passende Mattung. Klebe das Ganze mit doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber aufeinander. Und ich habe noch ein Stück Aquarellpapier verwendet, was ich auf der Front nicht verwendet habe, was einfach zu viel war, ist übergeblieben und kann man halt gut recyceln. Ich habe das wieder so ein bisschen gerissen und mit dem Nagel bearbeitet, distressed. Und da klebe ich halt die Signatur drauf. Da sind wir auch eigentlich soweit schon durch. Jetzt heißt es an sich nur noch aufkleben, doppelseitiges Klebeband, Flüssigkleber dazu und ja, das Ganze in die Karte einkleben. Da empfehle ich euch auch immer, doppelt zu checken, ob ihr dann auch wirklich auf die richtige Seite klebt.
Ich habe den Fehler leider gemacht und das Ganze auch schon mal falsch geklebt. Hier mit dem Falzbeil das Ganze andrücken, damit das richtig flach ist. Und die Rückseite, das gleiche Spiel nochmal. Das heißt wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber in Kombination. Und das Ganze aufkleben. Andrücken, mit dem Falzbeil das Ganze noch flach drücken quasi. Ja, und das war's. Damit ist die Karte fertig. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da oder beides. Es ist alles sehr gerne willkommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.